Doktor, ich nähere mich dem Eden Space Center. Ah ja, dort könnte Banditenabschaum rumhängen. Aber der ist für einen Ranger ja kein Problem. Absolut kein Problem. Doktor, ich habe das Space Center erreicht. Eine einzige Ruine. Und Sie hatten recht, überall Banditen. Das dürfte für Sie ja kein Problem sein. Und was Ihnen angeht, nun, es ist eigentlich unzerstörbar. Verschaffen wir Ihnen Zutritt, legen Sie die Hand auf den Scanner am Empfang. Sehen Sie an. Ausgezeichnet.
Und jetzt gebe ich Ihnen vollen Zugang. Hey, Doc, Beeilung! Goon-Abschaum im Anmarsch! Moment noch! Ich hab's fast! Nein, weg hier! Ab's gleich! Nur noch ein paar Minuten! Kniffliges System! Selbst für mich. Aber gleich hab ich's geknackt. President, könnte ich mich glatt dran gewöhnen. Ah ja, besser kein Risiko eingehen. Sie haben jetzt vollen Zugang. Das Ecobot-Missionskontrollzentrum ist auf Ebene 3. Unser Land so verdichtet, dass dort nichts mehr wächst, werden die Ecobots in Orbit unserem Ökosystem neues Leben.
Mehr? Geschafft, Doc. Hervorragend. Finden Sie den Hauptrechner und leiten Sie das Rückrufverfahren für Echo 15 aus dem Orbit ein. Rückrufsequenz bestätigt. Starte EcoPod Rückruf. Vielen Dank, Mr. President. Bringen Sie uns ein neues Eden. EcoPod in Atmosphäre eingetreten. Bordtemperatur bestätigt gleichförmigen Hitzeschild.
gelandet. Der Eco-Pod hat's geschafft. Ich weiß. Und die Obrigkeit auch. Schnell rein zur Aktivierung. Ich übernehme den Rest. Wehe, das klappt nicht. Der Aufzug läuft noch, so weit, so gut. Na also? Sie haben ihn. Schalten Sie ihn ein. Ich mach den Rest. Dieser große Supercomputer tanzt schon bald nach Quasiers Pfeife. Es läuft. Alles scheint normal zu funktionieren. Fantastisch. Projekt Decker wird jetzt... Ich empfange Signale vor dem Eco-Pod. Da kommen Kampfmutanten der Obrigkeit auf Sie zu. Ich kümmere mich drum. Doc hatte recht. Obrigkeitsmutanten, kein Problem.
Doc, die Obrigkeitsmutanten sind Geschichte. Sie haben freie Bahn. Ah, das ging aber schnell. Sie sind wirklich Brownies Protégé. Ja. Dann erledigen Sie jetzt Ihren Teil von Dagger? So ist es. Mit diesem Setup ist das ein Kinderspiel. Und ich habe reichlich Zeit, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, die nützlich für Sie sein werden. Zum Beispiel? Verschiedene wissenschaftliche Projekte, die sie kräftiger und ausdauernder machen, damit sie, der Obrigkeit in den Arsch treten können.